als wir am Flughafen angekommen sind, also in Hawaii, da haben wir auch so eine Kette aus Blumen bekommen. Ich weiß nicht, wie die heißt, Hula-Blumenkette oder so. Ja, da haben wir die bekommen. Also jeder, der da ankommt, bekommt so eine Kette. Ja, das ist natürlich sehr schön. Da fühlt man sich schon gleich, ja, wir sind in Hawaii. Und dann freut man sich. Natürlich, da ist man schon gespannt, wie das alles abläuft, wie es alles wird. Ja. Hast du diese denn aufgehoben? Ja, also ich hatte die aufgehoben, aber die ist ja aus richtigen Blumen gemacht worden. Also die, die wir bekommen hatten, deswegen, so lange hat sie nicht gehalten. Ja, meistens bekommt man sowas nochmal im Hotel, im Hotelzimmer. Und ist dann sozusagen schon richtig eingestimmt auf den Urlaub in Hawaii. Also ist auf jeden Fall sehr schön. Wir haben auch bei so einem Hula-Kurs mitgemacht. Das ist ja so ein Hula-Tanz, das ist so ein typischer Hawaii-Tanz. Und da haben wir mitgemacht. Das ist so ein Workshop, so ein Hula-Workshop. Wir konnten richtig am Strand, zwischen Palmen und so, konnten wir diesen Workshop machen. Wir haben mitgetanzt. Das hat so viel Spaß gemacht, das war mal was Neues. Und das ist nicht so, dass man es irgendwo in Deutschland macht, sondern richtig in Hawaii. Und dann fühlt man schon diese ganze Atmosphäre, diese tänzerische, so wie die früher mal getanzt haben und so. Das ist natürlich sehr interessant.